Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Let's play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind ja wieder in Calm, weil Shinra ist ja mal endlich hier abgezogen. Wir können uns hier mal umschauen. Und ja, wir sind gerade dabei, einige Quests zu erledigen. Wir haben ein paar Mal Karten gespielt hier in Calm, ne, um den Leuten mal zu zeigen, wer hier der Champ ist, ne. Und einige Quests haben wir angenommen. Wir haben im Kampfsimulator ein bisschen was erledigt, ein paar Materia davon bekommen. Und jetzt kümmern wir uns hier um eine andere Quest. Wir müssen jetzt zu so einem Kartenladen gehen. Aber erstmal will ich gucken, was hier so ist. Ne? Na endlich, die Monteure. Oder auch nicht. Verzeihung. Ja, reparieren kann ich das Ding nicht. Aber zerdeppern kann, wenn es sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Ach ja, was ist denn passiert? Die Makroleitung nach Köln scheint undicht zu sein. Hab so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. Rivalität? Von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Sagt Jesse. Kein Problem. Gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht... Weil die haben ja alle überlebt, ne? In dem Spiel. Annehmen. Oh, wie freundlich von euch. Cloud stellt keine Fragen. Ich bin übrigens Fritz Bellinger, der Bürgermeister von Calm. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttoren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Okay. Wir werden aber bestimmt auch noch mal treffen, ne? Das ist bestimmt irgendein Charakter. Lass mich mal nachdenken. Nein, außer dir kenne ich niemanden. Normalerweise machen Leute in diesem Gewerbe aber auch nicht so ein Tamtam wie du. Mach ich doch auch nicht. So, sind wir in Calm fertig hier so in Sachen Mission annehmen und so, ne? Über die Stadt. Ja. Weiß nicht, ob es hier irgendwie noch Truhen oder so gibt, ne? So zu versteckt. Kann ich mich mal ausgehen, umschauen, ne? Wollen wir wetten, als Jesse oder so, ne? Aber das wäre irgendwie doof, wenn die irgendwie so durch so eine Nebenquest irgendwie hier gezeigt worden sind. So, oh, die haben überlebt, ne? Ich mir irgendwie vorstellen, kommen schon in der Story oder so vor, weil im Original sind die alle tot, ne? Die sind alle tot, die waren sowas von tot. Aber am Ende von Remake hat man ja gesehen, ne? Alle haben überlebt, Bix und Wedge haben überlebt, ne? Also nehme ich mal sehr stark an, Jesse hat auch überlebt, ne? Also die Mitglieder ja von Avalanche, ne? Also hier kann man noch hin. Guck mal, da kriegen wir bestimmt den Funkturm, ne? Können wir da überhaupt zurück? Ja, na, wir gehen ja jetzt hier zurück zu dem Gebiet von Midgar, ne? Schau mal. Voll die Pariser Musik hier mit. Wenn wir ein neues Gebiet noch nicht erkundet haben. Na, wir sollen erstmal den Funkturm hier aktivieren, ne? Der wahrscheinlich von Gegnern bewacht wird. Also guck ich mal hier. Müssen für einige Charaktere die Waffen und so die Fähigkeiten lernen, ne, glaube ich, oder auch nicht. Nö. Bis jetzt hat noch niemand neue Waffen, ne? Okay. Machen wir das mal, ne? Kommen wir uns wieder an das Open World Element von diesem Spiel, ne? Ich habe das Gefühl, ihr Spiel wird mir sehr viel mehr Bock machen als Final Fantasy 16. Ich will jetzt in keinster Weise sagen, dass Final Fantasy 16 nicht Bock gemacht hat, ne? Aber ich glaube, dieses Spiel wird das Spiel voll zerstören, so in Sachen Gameplay. Was ist ja eigentlich Schalbe? Ach, die werden alle so angezeigt. Ja, jetzt weiß ich ja, ich kann den ja einsetzen.
So, dann haben wir das Ding aktivieren. Ich will jetzt in keinster Weise sagen, dass Final Fantasy 16 ein schlechtes Spiel war, ne? Aber ich kann mir sehr, oh, Forschungsassistent. Ich kann mir sehr vorstellen, dass viele Leute das Spiel nicht gefallen hat, weil es halt nicht mehr so klassisch Final Fantasy ist, ne? Ich meine, es war jetzt nicht mal annähernd irgendwie rollenspielmäßig, ne? Boom. Also ja, es war ja mehr so, weil nicht so Action-Spiel, so wie Devil May Cry, mit hier und da einige Rollenspielelemente, ne, mit so, weiß nicht, Waffen und so, die du holen kannst und Ausrüstung und Items. Die Story war natürlich jetzt auch wieder hier voll super erwachsen, ne, weil auch neu ist in der Final Fantasy Serie. Ich kann mir so vorstellen, hat einige Leute bestimmt abgeschreckt, ne, aber ich habe keine Ahnung. Und dann kommt dieses Spiel hier um die Ecke, ne, Final Fantasy 7, was ja nach schon ein Spiel ist, das schon einen Ruf hat, ne, mit den ganzen, mit der Story und den Charakteren und so, ne, und der Handlung. Und ja, da hat natürlich sehr viel mehr Rollenspielelemente, ne, sehr viel Erkundung, sehr viel hier, du hast mehrere Charaktere zur Auswahl, du hast dieses ganze Materia-System, was ja auch noch mal hier eine Menge Elemente reinbringt, ne? Also das Spiel wird sehr viel erfolgreicher als Final Fantasy 16 fährt. Also ja, das ist ein bisschen, weiß nicht. Mir macht das Spiel jetzt unglaublich viel Spaß, ne? Deswegen, dieses Spiel wird hier wahrscheinlich Final Fantasy 16 zerstören, absolut, ne? Was irgendwie ironisch ist, weil, wie gesagt, Final Fantasy 16 ist ein, wie gesagt, habe ich im letzten Part gesagt, ne, Final Fantasy 16 ist ein Haupttitel, ne, im Gegensatz zu Final Fantasy 7, was nur in Gänsefüßchen nur ein Remake von einem alten Spiel ist aus den 90ern. Aber ja, das ist halt komisch, ne? Dabei ist es auch noch eine Fortsetzung von dem Spiel, hat hier Items. Das ist halt die Fortsetzung von dem Spiel hier. Das heißt, Leute, die dieses Spiel spielen, die müssen halt hier, weil nicht erst mein Vorgänger gespielt haben, um irgendwie zu gucken, was überhaupt los ist und so, ne? Ist schon ein bisschen, weil nicht, muss man sich schon Investitionen irgendwie so machen, ne? So, Blumenwiese. Oh, wo bist du denn? Wo bist du denn gerade? Streunende Chocobo-Kuchen. Küken. Unterwegs werdet ihr immer wieder freundliche Tiere begegnen, folge den kleinen Schäfern, die dem Weg zeigen. Und Küken ein sicheres Zeichen über, dass sich einen Schokobo-Haltestelle auf der Nähe befindet. Schon mal bessere Tage gesehen? Die wurde damals von der Republik errichtet und ist seit deren Fall. Hört auf, die ganze Zeit diese Republik zu erwähnen. Tja. Und Shinra repariert nur, was Shinra selbst auch braucht. Ich habe gehört, dass hier früher Busse gefahren sein sollen. Die sind zusammen mit der Republik verschwunden. Dann hat Shinra schuld, dass wir den ganzen Weg zu Fuß gehen müssen, ja? Ha. Also, ich hab Spaß. Das ist. Vielleicht sucht doch immer irgendwie einen Grund auf Shinra runterzukacken, ne? Ah, diese Shinra. Ja, ein Walker aus Final Fantasy sehen, sind bestimmt voll die guten Freunde, ne? Ja, ich muss die aktivieren. Cloud. Also, ich muss halten, ne? Wollte schon sagen, was mit so ein Schwert hier rum. Ach, wann konnte ich dann hier vorher nicht ein Chocobo reiten oder was? Oh, Goldfeder, coole Frisur, mag ich. Okay.
Also sonst hätte ich irgendwie nicht einen Schoko berufen können oder so. Lass mal hier den Funkturm aktivieren, wenn wir schon mal hier sind. So, jetzt haben wir wenigstens hier Sachen zu erledigen hier auf der Weltkarte, ne? Ich habe mich erst irgendwie, ich hatte irgendwie Panik gehabt, so haben wir jetzt so eine riesige Weltkarte, wo wir irgendwie nichts zu tun haben, ne? In den ersten Folgen, ne? Aber dann habe ich gesehen, so, oh, jetzt haben wir Kampfberichte und weil nicht hier alles so freigeschaltet, jetzt geht das Spiel erstmal richtig los, ne? Mit der Erkundung und all das coole Zeug. Wo ich hier beruhigt, ne? Das Spiel ist ein bisschen ähnlich wie Final Fantasy 15. Die guten Elemente von Final Fantasy 15, ne? Das Open World, da war ja richtig gut an Final Fantasy 15, ne? Es war nur irgendwie alles andere, was im Final Fantasy 15 ein bisschen komisch war. Das ist halt die Sache, ne? Ich mag Final Fantasy 15 wirklich, ne? Aber es hat einige Sachen gehabt, die gut waren, einige Sachen, die halt nicht so gut waren. Das Spiel an sich so vom Spielspaß hat halt eigentlich relativ gut Bock gemacht, ne? Ich habe nur so Kleinigkeiten immer gestört. Zum Beispiel, dass die Hauptcharaktere alle männlich waren, dass du ja nur so eine Boygruppe hattest als Hauptcharaktere, ne? Keine Ahnung, ich muss einfach. Die alle schwarz getragen haben übrigens, ne? Die alle irgendwie ja, Mitglieder von der gleichen Gruppe sind, ne? Ich mag solche Konstellationen irgendwie nicht. Ich habe ja so eine bunte Hauptcharaktergruppe. Ich habe nicht gerne so Hauptcharaktere, die alle irgendwie fast den gleichen Hintergrund haben, ne? Das war ja eigentlich nur, die Hauptcharaktere waren ja eigentlich nur Noctis, ne? Hier der Prinz und den seine Garde halt, ne? Diese drei, die Leute, die ihn begleitet haben, da waren ja jetzt so den seine Leibgarde. Und da gefiel mir halt irgendwie nicht, ne? Das sind halt mehr oder weniger alles die gleichen Leute gewesen, ne? Die haben alle, oh nice. Die haben alle schwarz getragen, so schwarze Lederjacken und so, ne? Da gefiel mir halt nicht, ne? Keiner. Die waren alle männlich. So was stört mich, Alter. Da habe ich auch in Final Fantasy 10.2 gestört. Ich hab's nicht gerne, wenn eine Hauptcharaktergruppe irgendwie nur egal, automatisch halt. Ich mag's halt nicht, wenn irgendwie. Hat die gar nicht gemacht. Eine Hauptcharaktere Gruppe irgendwie nur. Was ist hier eigentlich? Jagd 6. Will ich mich da schon dran versuchen? Das erste Mal dann. Ich mag es irgendwie nicht, wenn die nur ein Geschlecht sind, ne? Also so eingeschlechtige Gruppe. Bei mir müssen die. Meine Traumkonstellation sind ja mal gleiche Anzahl von weiblichen und männlichen Charakteren. Deswegen mag ich selbst auf Serie auch immer, weil die haben immer die gleiche Anzahl von Männchen und Weibchen. Und wenn nicht, dann haben sie immer nur so einen Unterschied, also irgendwie so 4 Männchen und 3 Weibchen oder 3 Weibchen und 4 Männchen. Das ist genau gleich, was ich gerade gesagt habe. 4 Weibchen und 3 Männchen so. Ja, muss man mehr ausgeglichen sein und die muss halt irgendwie bunt sein, die Gruppe, ne? Die dürfen nicht alle irgendwie von dem gleichen Hintergrund haben oder irgendwie die gleiche Geschichte haben, ne? Ich meine, es wird schon interessant hier, wenn alle Charaktere irgendwie von dem gleichen Königreich sind, von der gleichen Gruppe und so, ne? Guck mal, was wir hier alles haben, ne? Wir haben mal Cloud, einen Söldner, einen Ex-Soldat. Tifa kommt aus den Slums. Meine Barkeeperin Barrett ist ein Anführer von der Untergrundgruppe. Red ist hier jemand, der gar nicht aus Midgar kommt, sondern von woanders, ne? Und ein Löwen, Katzenviech, ne? Auch schon wieder so ein Ding. Er ist eine Mitglied vom alten Volk. Kommt aus meinem Controller die Stimme? Hört man das? Der für eine S-Bar errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. S-Bar? Zögere also nicht, ihn kaputt
Ach, kann ich damit Titan schwächen? Alles klar. Und dann tue ich damit neue Kämpfe irgendwie freischalten für Esper. So, das Ding, das haben wir ja schon mal gesehen. Ne? Das führt uns jetzt hier zu so einem Tempel, ne? Bisschen Kontrolle gerade voll komisch halten. Okay. Da kommt hier aus meinem Controller, ey, die Stimme. Ja, interessant. Ja, Titans schreien. Ist das Zeta? Ich weiß nicht, was das für ein lateinisches Zeichen ist. Oder Epsilon? Nee. Das Wissen über jeweiligen Esper-Kristall von. Wenn Esper-Schrein zu finden, sollst du dich am Leitstein orientieren. Ja, aber da brauche ich halt mehrere, ne? Nehme ich an. Kann ich den Titan-Kollegen damit schwächen? Ja, ne? Schon das Wissen? Nein, ich will die Karte aufrufen. Aber da war gerade was Neues. Okay, kurz zu Wissen. Dann wissen wir, wofür die Dinger schon mal da sind, ne? Ich habe ja schon zwei Dinger davon kaputt gemacht und zu dem einen Ding hier zurückverfolgt, aber hat noch nicht gereicht, ne? Boah. So, ich weiß, ich habe ein Chocobo und welcher, glaube ich, jetzt rufen. Komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Überwinden. Kreis geht nicht. Wie will er da hoch? Ich komme da nicht mal hoch. Kann ich herunterspringen einfach? Wie komme ich herunter? Ich komme ja nicht runter. Was sag ich, wenn ich suchen mache? Ist irgendwas? Nee, ne. Nee, dann sagt mein Chocobo irgendwas, ne? Ich komme irgendwie nicht mehr. Hallo? Ich komme nicht mehr runter. So, dann müssen wir uns mal teleportieren, nehme ich an, ne? Ich kam da nicht mehr runter. Na, Chocobo. Alles klar. Genau das habe ich irgendwie so gemeint, ne? Du bist halt irgendwie so. Wie so ein Magnet auf dem Boden irgendwie fest, ne? Und wenn er dann irgendwie nicht gerade richtig irgendwo stehst oder so, ne, dann wird halt ein bisschen schwierig so mit dem Navigieren. Konnte ich nicht auch irgendwie springen? Wow. Was bist du? Phoenix? Joshua? Der muss ich doch bestimmt Augen folgen, ne? Pass auf. Upsa. In der Höhle. Du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. Ich meine, das war cool, aber ich würde da lieber für die Aufnahme mäßig hier mein Dings hier raushören aus dem Spiel. An Lebensquellen kannst du Analysen zum unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise gelangst du Wissen über umliegende Orte. Wenn du den Ruf der Quellen neu Eule Volks wird sich bestimmte Lebensquelle filmen. Bin der Lebensstrom? Ah, guck mal, Zeug. Da kann ich das irgendwie umstellen. Ich meine, das war ein cooles Gimmick, aber so für den Dings ist das halt nicht so gut, ne? Für die von Funksprüche, Standardlautsprecher benutzen, bitte. Thema in der Fahrrad, ne? Weil ich habe keine Lust, jetzt immer meinen Controller hier ans Mikrofon zu halten, ne? Aber kann ich irgendwie absitzen einmal? Ja, eine Synthese kann ich auch noch mal machen. Ups. Oh.
Und ich hatte ja Uptime. Alles klar, boom. So, das ist jetzt aber nicht hier von diese Leiste, die dir mal angezeigt wird. Das ist jetzt aber nicht von der gesamten Welt, ne? Weil sonst ist da irgendwie nicht so eine große Weltkarte, ne? Das glaube ich für jedes Gebiet, ne? Durch die Analyse der Lebensfelder kann das Wissen der Lebensstroms entschlüsselt werden. Wir schalten der Regionsbrechung weiterhin Wissen über die Geschichte und die geografische Eigenheiten der verschiedenen Regionen. Alles klar. Oh, die Musik. So, jetzt müsste eigentlich der Ton aus dem Spiel kommen, ne? Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Also der ist halt praktischer. Du arbeitest doch für Shinra, also durch meinen Feind hier gerade helfen. So, von Kang wurde ursprünglich das Verkehrsnetz in den Grasland verwaltet. Dann macht man davon abgesehen, einen Reaktor in die Region um Keim zu errichten. Stattdessen wird das Marco durch das Rohrsystem aus Midgar herbeigepumpt, um das Verwenden. Vor etwa 10 Jahren wurde Keim schwer beschädigt, weshalb Shinra wieder auf Maßnahmen einlädt. Dies über die genauen Hintergründe des Vorfalls ist heute nicht viel bekannt. So. Ich hab meine an hier. Aber das ist halt nur für jede Region, ne? Das ist halt nur die, das ist halt nur die Graslandregion, ne? Da Berichtsfortschritt, ne? Das ist jetzt hier die gesamte Welt, ne? Weil guck mal, wie viel noch übrig ist, ne? Also das ist die gesamte Welt ein bisschen winzig, ne? Weil ich habe mir schon gedacht, so der Balken geht aber ganz schnell voll, ne? Aber ne, das ist nur für dieses Gebiet, ne? Weil wir kommen ja noch zu mehr Gebieten, nehme ich mal an, ne? Das ist ja nicht die gesamte Weltkarte hier. Das ist ja nicht so eine riesige offene Weltkarte wie Final Fantasy 15, ne? Ja, wie gesagt, irgendwie Final Fantasy 15 hat mir gefallen, aber so einige Elemente nicht so. Das Gameplay war cool. Dass du so eine riesige Weltkarte zum Erkunden hast, war cool. Obwohl das Kampfsystem voll unübersichtlich war. Denn manchmal hast du irgendwie gegen so 20 Gegner auf einmal gekämpft. Das war halt so unübersichtlich manchmal, weil es sind halt so viele Gegner und du musst die ganze Zeit Viereck drücken zum Ausweichen. Ne? Kommst du kaum zum Angreifen, weil die ganze Zeit angegriffen wirst von allen Seiten. Ja, ihr müsst euch mal irgendwie so Gameplay ansehen, ja, so Kopfgeldjagden oder so, das ist einfach eine riesige, das ist so unübersichtlich in Final Fantasy 15, ne? Na, lass mich mal herstellen. Kann man irgendwas herstellen? Super dran, kann man den herstellen? Nö, Gnade des Planeten. Ne? So, hier kann man, genau deswegen wollte ich mir nicht kaufen, ne? Wollen bestimmt irgendwie herstellen. Mach mal hier eine Schutzweste einmal. Und ein Kraftreif, kann man nicht, alles klar. Matrosenarmreif. Dann fand ich halt auch nicht gut, dass hier irgendwie, dass so viele Sachen hier von einem DLC irgendwie abhängig waren, ne? Also einige der Hauptcharaktere sind irgendwann mal so aus der Gruppe rausgegangen, ne? Und haben im Spiel nicht erklärt, warum sie das gemacht haben, ne? Und um herauszufinden, was die irgendwie gemacht haben, während die irgendwie weg waren, musste es ja DLCs holen und die haben irgendwie gecovert hier, was die gemacht haben. Also sowas macht man nicht. Jedenfalls nicht, wenn das irgendwie um die Hauptstory irgendwie so geht, ne? Keiner hier oder was? Wird hier etwa mein Typ verlangt? Du. Okay, dich wollte ich auch erst. Habe ich mir auch erst gedacht. Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Bei jetzt. Hast du die Reparatur der Marco-Leitung übernommen? Ich wollte erst auch sagen, könnte auch sie gewesen sein mit der Alleskönnerin, ne? Ja,
Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Naja... Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Alles? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen. Das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Ja. Ich stelle keine Fragen. Moment mal, du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Okay. Du hast noch nicht alles besammelt. Könnt ihr euch beeilen? Will vor dem Abendessen fertig sein. Na gut. Also ja. Gut, wieder zurück zu Final Fantasy 15. Weiß ich nicht, ey. So was macht man einfach nicht mehr, ne? Man tut nicht irgendwie, ja, weiß nicht. Einer der Charaktere ist wortwörtlich irgendwann einer der Charaktere hat wortwörtlich irgendwann gesagt, so Hämmer knocken, ich muss mal kurz irgendwo hin, ne? Also wir sehen uns irgendwie, ich komme irgendwann mal wieder, keine Sorge, ne? Und dann ist er einfach weggegangen für ein paar Spielstunden und ist dann wieder gekommen und kam irgendwie mit einer Narbe im Gesicht zurück, ne? Ist nicht darauf aufgegangen, ist irgendwie nicht darauf eingegangen, wie der die bekommen hat oder was passiert ist, ne? Und man erfährt über das gesamte Spiel nicht, was der gemacht hat. Das ist ein Haken, okay. Und der einzige Grund, um irgendwie herauszufinden, was der gemacht hat die ganze Zeit, ist, indem man sich das DLC von den holt für 10 Euro oder so. Also so was macht man nicht. Stell euch mal vor, irgendwie tiefer ist irgendwie, weil nicht hier entfernt sich mal irgendwann, hat sich im ersten Teil mal hier von der Gruppe irgendwie mal entfernt. Und hat gesagt, Cloud, ich muss mal kurz irgendwo was machen, ne? Und dann kommt die in ein paar Stunden wieder, ne? Und sagt, oh, ich bin wieder da, ne? Und du erfährst nicht, worum es darum ging. Und dann bringen die ein DLC raus für 10 Euro, wo man halt erfährt. So was macht man nicht. Das ist voll unverschämt. Ja, Yuffie DLC, das war ja mal wieder was ganz anderes, ne? Yuffie kam ja nicht im Hauptspiel vor oder so. Und da war ja nur so eine Nebengeschichte, so ein Bonus halt, ne? Das ist mal wieder was anderes, ne? Weil du halt die kam halt nicht im oder sind Gegner, sehe ich gerade. Weil so was finde ich unverschämt irgendwie. Und Final Fantasy 15 war jetzt nicht bekannt irgendwie dafür, eine sehr einfache Story zu haben, ne? Das Spiel war allgemein schon irgendwie voll ein bisschen zu komplex, ja, so storymäßig, also. Weiß nicht, warum die irgendwie nötig fanden, das auch noch irgendwie zu machen. Zweiter weiß ja nie genau jemand, was irgendwie so im Ending passiert ist, ja. So normaler nach 15 Gamer wie ich, ne? Wir haben noch keine Ahnung, was da passiert ist im Ending. So. Also eine rostige Eisenplatte. Suche nach Teilen. Habe ich alles? Irgendwie ist ja nichts mehr, ne? Ich glaube, ich habe alles, ne? Wenn ich da oben bin, dann sieht irgendwie aus, das wäre gefüllt mit Schätzen. Jetzt bin ich wieder runter, ne? So, einige in Höhe kann ich runterspringen, einige nicht. So, habe ich alles, Mäuschen. Und alles am Start? Weiß ich nicht, sag du mir das. Ja. Ich mag voll ihre Kleidung, ey. Design ist richtig cool. What?
ich müsste folgen, ne? Gut, dann reparieren wir die Makroleitung. Gehen wir da irgendwo hin. Ich hatte aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen, oder? Ständig hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hatte ich irgendwann die Nase voll. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin aufgebüxt. Jedenfalls werde ich hier. Ich werde wahrscheinlich noch viele andere Bekannte sich da hier treffen, ne? Wird bestimmt so ablaufen, ne? Wow. Mo, bist du denn? Das ist neu. Da ist jemand neu. Mo. Wir schmeißen da hier Steinchen auf uns. Wissen du, ich sehe ja gar nichts. Okay, ja, die sind aber nicht. Ich habe dich doch schon mal analysiert. Warum muss ich bei dir jetzt immer noch? Ganz ruhig. Ja, lass mich nur kurz ein paar Sachen sammeln. Smaragd. Sag mal. Ja, ich muss ja diesen Rubin hier einsammeln, der ist so bestimmt wichtig. Dann mach mal. Du kannst das doch reparieren, oder? Unterschätze nie ein Kind der Slums. Aus Schrott kann ich wahre Wunderwerke errichten. Na, wo bist du denn? Da bist du denn für ein Viech, ey? Giftkronpelz. So, wirksam Feuer. Nicht übertreiben. Boah. Was soll das? Einfach auf ihn drauf, auf ihn drauf, auf ihn drauf. Und jetzt ins Gesicht, volle Möhre. Boom. Ja, und jetzt bestimmt Shinra schuld. Ich habe dir auch gesagt, du bist kein Landeskönner. Dein Versprechen schon vergessen? Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reichen und voll durchstarten? Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auch die Werbetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Mein Gott, warum ist denn denen das so wichtig? Boah. Übernimm du. Wir sind gerade ein bisschen am. Ging ja ein bisschen Schaden, sich gerade. Boom. Ah. Erstmal wieder so ein kleines Gebet. Ha. Hm. Schon gerade Donner an der Welle. Komm mal hier in Red. Ah. Warte mal auf mich zu schießen. Ey. Na gut. Ja, ich bin verstummt. Cloud. Kann ich Gebet noch einsetzen? Ja. Ah.
Boah, ins Gesicht. Und noch ein Gebet bitte. Meine Güte, ey. Windige Verkettung. Keine MP18 Fertigkeit. Was sind diese Dinger, die ich auf den Dings bekomme? Mutangriff. Und nochmal. Was machen wir jetzt mit der Göre? Die Reparatur ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben. Okay. Was haben wir denn hier noch? Was hat hier eigentlich? Analyse 5. Die Sachen, die ich analysiert habe, die sind jetzt weg, ne? Gut. So, ist jetzt wieder da zu dem Ding. Muss man da zurückgehen. Okay. So, jetzt habe ich wieder. Falscher Knopf. Okay. Ich habe gerade noch gesagt, die Kämpfe sind relativ kurz, also wie man da irgendwie Probleme haben kann, weiß ich nicht. Aber ich meine, die Gegner können auch relativ viel austeilen, wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Weiß ich nicht. Ist das hier? Nee. Hier ist halt. Boah. Kann ich da runterspringen? Jawohl. So, bist du hier wieder, Mädchen? Nö. Ist abgehauen. Ja, da wäre ja ihre Basis oder so, ne? Guck mal, ob hier dieser Kampf ist. Ob ich das überhaupt schon schaffe oder so, ne? Wir sind ja voll die mächtigen Gegner, ne? Weiß man ja nicht. Aber ich habe alles auf einmal eingesammelt. So, was war das? Vögelchen. Also ich will. Wir sind ein bisschen verschwendet, die Viecher, wenn man. Die sind ein bisschen verschwendet, diese Eulen, wenn man irgendwie schon, weiß nicht, die Sachen ja auf der Karte sieht, ne? Also absitzen, mein Gott, R1. Also wenn man die Orte schon auf der Karte sieht, dann sind die ja irgendwie voll nutzlos. Ja, muss ich das jetzt hier anreihen oder muss das da drunter sein? Oh, doch, muss man abtimen, alles klar. So, Gruppenstufe gestiegen. Dann zur Lebensquellen. Da unten habe ich irgendwie was gefüllt. Ja, was geht? Ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Die war mit ihrer Republik. Eine neue Anleitung finden. Du solltest das unbedingt untersuchen. Okay. Das Ding, was ich gerade gefüllt hatte, eine neue Fundstelle wurde entdeckt. Ah. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Mal gucken, was mal dieser Kampf da ist. Haben wir auch hier so alles erkundet, ne? Halbwegs. Das ist eine Haltestelle. Hm. Da muss ich auch aktivieren. Da ist das Ding einfach aufgetaucht. Sind da dann Stellreisepunkte? Weil ich dachte jetzt. Ich habe gedacht, die Dinger wären jetzt irgendwie dazu da.
Hier kann ich mich nicht hinterpolen. Also die Dinger sind zur Schnellreise da, nehme ich an. Ne? Ich habe mich schon gefragt, man kann nur Chocobos überall aufrufen. Das ist klar. Yay. Jetzt dreht sich das Ding die ganze Zeit ohne Wind. So, machen wir noch einen Abstecher dahin, um die Karte hier so aufzudecken, ne? Na, guck mal, was da unten ist, ne? Der Gegner. Mm-hmm. Haben wir schon irgendeinen Boss bekämpft? Irgendwie noch nicht, ne? So, warte mal, da. Wer bist du? Bist du die Genderband-Version von Chatley? Ich muss schon sagen, wer ist diese Stimme? Wer ist diese Dame, die da gerade mit mir am Reden ist? Bei Kampfwesen handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer. Die du kämpfst und durch bestimmte Siegesvoraussetzungen erfüllst. Nach Kampfbeginn ist keine Flucht mehr möglich. Ich weiß nicht, ob mir hat gefällt, dass ich nicht mehr flüchten kann, sobald ich in den Kampf reingehe. Weißt du, wenn die irgendwie Level 30 oder so sind. Man die, ja, die sieht man da auf dem Bild. Okay, er kann jetzt wieder weggehen. Aber normaler Kampfmusik, das gibt, das gefällt mir jetzt schon nicht. So, ihr habt da nicht viel. 2900, so, ich muss euch schockanfällig machen. Keine Chance. Kommt der gefährlich hier hin? Na, falscher Angriff. Aua. Aua. Das Material hat sich erhöht. Ja, muss ich mir nicht erklären. So, ich habe es nicht aufgepasst. Seid ihr gegen irgendwas schwach? Oh, Bio. Aber du wurdest in einen Frosch verwandelt. Na. Nimm das. Ich habe ein kleines Schwert auf meinem Rücken. Nein, Eris. Ja, was soll ich denn jetzt hier? Ja, ist Feuer effektiv, ich weiß nicht. Ich soll vielleicht mal Bitra einsetzen. Mal, geh weg von mir. Oh mein Gott. Geht da noch mal. Na, Zeitlimit habe ich auch noch. Kannst nicht wahr. Ja, also kann ich jetzt hier nicht mehr. Hm.
warte, jetzt bin ich jetzt einfach, ich weiß, ich habe Gegenstände, aber du musst hat hier jetzt Carrion. Ja, toll ist. Also, ah, hier wird wieder. Lass mich mal. Und jetzt. Und jetzt. Los geht's. Oh mein Gott, Leute. Der Feind ist geschwächt. So, der ist schon mal weg. So, kannst du mal sie wieder beleben? Kann sie direkt heilen, nach Wind einsetzen oder auch nicht? Zeitlimit schaffe ich leider nicht, ne? Kannst du mal aufhören ausweichen? Ja, beschwören brauche ich gerade nicht. Zeitlimit werde ich natürlich nicht schaffen, ne? Aber lasst euch vom Wind tragen. So, sag. Dann komme ich halt hier zurück, wenn ich stärker bin. Der weicht einfach jeden Angriff aus, ey. Dieser Sack. Also was hier? Shiva. Könntest du das hier übernehmen? Also gesagt, sind wir zuerst mal die Beschwörungen, ne? Imposante Unterstützung. Espa kämpft an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebaut ist. Die haben eigene Angriffe, ich weiß. Eiszapfnagel. Okay. Ich habe keine Erfahrungsmodus bekommen. Nein. Kann ich halt nochmal gegen die kämpfen oder was? Oder Kampf wiederholen? Ja, irgendwann mal vielleicht. Ich kann dann nochmal hier hin und dann kann ich Kampfaufträge. Okay, die waren noch Level 19, sehe ich gerade. Ich möchte mit jemand anderen hier anfangen sollen, ne? Okay, wissen wir Bescheid, ne? So, warte mal, noch hier so. Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder irgendwo jetzt zurückgehen, ne? Hier sollte ich vielleicht auch noch mal hingehen, ne? Mit der Karte, ne? Dann irgendwo mal wieder heilen oder so, ne? Der Chocobo Farm oder so. Er war schon ganz schön heftig. Gut. So, gibt's hier Karten? Ist er jetzt offen? Hallo. Na? Grüß dich. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Tut mir leid. Die steht gerade nicht zum Verkauf. Ich hau dir gleich eine über. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich in einem Zweikampf besiegst. Also dazu sie doch. Mama hat dann gesagt, du hast sie nicht zu ver. Din-din. So, Level 3. Ja, komm. Gut, dann kommen wir eben her. Machen wir es auf. Nein. Guck mal da. Das ist die Karte, die ich 1 und 1. Perfekt. So, dich finde ich irgendwie nicht so gut als Karte, deswegen. Dich haben wir noch nicht, ne? Irgendwas auf 1 noch vielleicht. Dich haben wir. Wie wär's mit so einem Pudding? Ne, der. Okay. Was geht's? Queen's Blood.
Wow. So, dann mache ich ihn ja als erstes. 2 Punkte, ne? Ich sag, wie es abläuft, ne? Ich stehe einfach nach vorne, ne? Dann stehen wir weiter nach vorne, ne? Was der macht. Allein hatte ich ja immer Anfang, da müsste ich ja eigentlich immer vorne durchstürmen können, ne? Das kann unmöglich die ganze Zeit funktionieren. Und du nach oben, perfekt. Jetzt, wenn ich das richtig anstelle, dann warte, kann ich den irgendwie da unten abblockieren. Hier, dann kann er nur in der Mitte einen hin platzieren, ne? Ah, ich kann gar nicht nach vorne. Nein, mache ich aber hier. Boom. Jetzt habe ich wieder das Ding zurückbekommen. Oh nein, da ist der Schokobomb. Okay. So, okay, der kann zwar immer noch da Leute platzieren, aber ich muss das hier abdecken. So, jetzt mal den mal abdecken. So. So, nein, jetzt kann er immer noch. Oh, mehr als 3 gibt es gar nicht, sehe ich gerade. So, er wird dann immer noch da ein platzieren können, ne? Aber ich werde genug Punkte haben, ne? Darum kann er noch, oder er kann auch noch ein paar Leute platzieren, sehe ich gerade. Aber nicht mehr so viel. So, ich verstärke jetzt meine Leute hier. Boom. Oh, du hast doch noch einen Platz, Kollege. Na, oh, ich kann ihn seine Sachen. What? Ich kann meine Schwächen. What? Sein Müll. So, boom, alle Dinger. Also keinen da oben platzieren? Nee, okay. Dann, mein Gott. Ich mich mal da hinsetzen würde und mir ein echtes Deck irgendwie so zusammenbauen würde, ne? Der Chocobo-Mogri, der kommt direkt in mein Deck, ist aber klar, ne? Boom. Ja, der anderen verstärkt verbinden kann, steigt die Stärke um 1. Und das ist genau wie im Bravely Default, ne? Je mehr starke Karten hast, desto besser wird das einfach. Versprochen ist versprochen. Hier ist die Karte. Yay. Bei unserem nächsten Duell werde ich dich übertrumpfen. Das glaube ich aber nicht so. Oh, was sind dann die Trophäen? Ich möchte auch Trophäen haben. Okay, dann also ein paar Gegner. Halten wir uns mal von dem fern, weil wir schon fast tot sind. So, ich habe die beiden Quests erledigt. Ne? Also können wir mal hier hingehen und die abgeben. Ich weiß immer noch nicht, was diese 3 von 3 sind. Aber okay. Ein Foto muss ich ja auch noch machen. Ne? Hm. Gut, wenn man mal gegen so ein seltenes Monster kämpft, ne? Ist auch was, ne? Oh, da seid ihr ja wieder. Belohnung. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Boah. Sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein. Sie nennt sich immer noch so. Besten Dank. Das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein 1000 Sasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Diese Kleine. Sie hat sich lustig hinter den Ohren. Der versohle ich den Hintern. Ja, bevor ich's vergesse. Oh, Geld. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Nein, das hat sie jetzt irgendwas eingesteckt. Oh, du hast ein Smiley über deinen Kopf. Weiter Stufe. Bei jeder hat Stufe. Wir teilen uns doch die Erfahrungspunkte. Also was ist denn dann ja der Unterschied? Oh, hier sieht man auch. Guck mal. Hier sieht man auch, wer hier
davon beeinflusst wird oder so, ne? Cool. Wenn ich jetzt nur wissen, was Freundschaft hier so bringt, ne? Okay. Dann gehen wir noch mal die Karte hier abgeben. Sind ja wieder neue Sachen, nee, ne? Nö, okay. Wo ist der nochmal? Da oben irgendwo, ne? Gehen wir die Quest auch noch ab. Autsch. Wir haben unser Soll für heute erfüllt, ne? Wir können mal bei der Chocobo Farm oder so vorab. Wobei, schon habe ich eine Quest für dieses eine Mädchen auch noch angenommen, von der Chocobo Farm. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da überhaupt ging, ehrlich gesagt. Ich muss noch einen höher, ne? Oder bin ich wieder zu hoch? Was hat denn? Ugh. So, wo ist denn die Quest hier? Da. Ja, da unten in der Bar. Hm. Lass mich raten, du. Lass mich raten, du gibst mir jetzt die Karte, ne? Was war das? Also, ich dachte, da wäre so eine Sprechblase, dieses Leuchten. Ja, und sie gehört mir. Er sagt, wie im Bravely Default, ne? Du sammelst einfach mehr von diesen wichtigen Karten, ne? Und dann zockst du einfach alles kaputt hier. Bist du dir sicher? Werd fleißig üben, damit ich sie mir irgendwann zurückholen kann. Ne? Sind einfach viel zu stark hier. Die ganzen Jobklassen hat sie und Charaktere hat sie als Karten hier, die Bosse. Von dem Unfall in Midgard Sektor 7 habt ihr ja sicher gehört, oder? Einer meiner Gäste ist danach hierher gezogen. Hat mir von einem Cocktail vorgeschwärmt, den er da in den Slums getrunken hat. Also habe ich mal versucht, ihn zu mixen. Ach ja, wir wollten ja einen Cocktail haben. Stammt wohl aus einer Bar namens Siebter Himmel. Kennt ihr die? Hier, ein Cosmo Canyon. Hübsch, nicht? Dann lasst euch mal schmecken. Red so im Hintergrund. Bitte was? Was für ein Canyon? Vielen Dank. War wirklich lecker. Nicht wahr? Das Original soll allerdings noch besser geschmeckt haben, hat mir mein Gast gesagt. Echt schade, dass man das nicht mehr bekommen kann. Vielleicht hilft es, wenn du eine Prise Steinsalz hinzugibst. Was du nicht sagst. Steinsalz, hm? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Sag mal, hast du etwa den Cosmo Canyon erfunden? Bist du die Barkeeperin aus dem siebten Himmel? War, und irgendwann werde ich es wieder sein. Würde mich freuen, wenn du dann mal vorbeikommst. Ich gebe dir auch einen aus. Oh, das wäre natürlich fantastisch. Die Waffe, hörst du gerade mit jemandem? Also, viel Cloud. Ihr schafft das schon. Also Besitzer greifen auf einmal. Yay! Plus 400 Erfahrung. 400 Erfahrungspunkte, das ist viel, ne? Na gut, dann geben wir heute wohl nicht mehr viel zu erledigen, ne? Hat sich bei Chatley irgendwie was geändert? Ich will einfach nochmal vorbeischauen, so. Nachdem ich hier einige Sachen für den gemacht habe. Wow, er ist vorbeigesprungen. Upsala. Chocobo-Haltestellen angelockt. Hab ich gemerkt. Wenn du einen streunenden Chocobo entdeckst, dann solltest du dich in der Gegend umsehen. Gut möglich, dass du dabei eine Chocobo-Haltestelle findest. Die sind einfach nur Teleportpunkte, ne? Ja, genau. Ich habe ja Dinger bekommen. Automagie. Automatischer Einsatz von Magie. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber gib mal. Oh, je öfter ich mir die kaufe, desto teurer ist die. Oh, heißt das, ich kann dann sowohl Feuer und Magie, Feuer und Eis dann? Also ist das dann so, als hätte ich irgendwie Feuer und Eis ausgerüstet? Im Besitz. Ja, mal Automagie. Kann vielleicht nicht schaden, meinen Magiern das alles zu geben, ne?
Lass ich mal hier vorbeischauen. Ich will jetzt hier nichts machen, aber lass mal gucken. Habe ich damit jetzt irgendwie Titan oder so geschwächt oder so? Nö. So, hier ist aber nichts Neues. So, dann will ich noch mal. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde. Wo ist der Waffen- oder der Feeble-Typ hier da unten? Lass mich da noch mal vorbeischauen. So, warte mal. Wer hat hier nicht Feuer oder Eis? Du. Also wenn ich dir das jetzt ausrüste, dann ist das so, als hätte ich dir, als würde ich dir Feuer und, ich dachte, das ist dann irgendwie so ein Angriff, der sowohl Feuer als auch Eiselement ist. Blut und Frost. So, ich habe es gar nicht aufgepasst, was der da hatte. Und jetzt kann er sowohl, ja, Feuer Alpha. Verursacht leichten Feuermental Schaden, vielleicht dem ausführenden Ziel zeitlang die Kraft des Feuers. Wieso? Dort anders ausgerüstet? Hm. Irgendwas hier mit? Keine Ahnung. Also erzählt dann halt, als hätte ich irgendwie ja sowohl das als das andere auch aktiviert. Alles klar, so verstehe ich das dann. Ich dachte, dann ist halt irgendwie so ein Angriff, der irgendwie sowohl, weiß ich nicht. Ich setze irgendwie ein, so Feusra oder irgendwie sowas, ne? Und dann ist halt sowohl ein Feuer als auch ein Eisangriff oder so. Ich soll mal hier vielleicht nachgucken, ne? Aber ich habe ja keine neuen Sachen, ne? Okay. Wie sieht's hier aus? Wir haben jetzt alles analysiert, ja, ne? Ja, guck mal hier. Ja, da können wir auch noch mal nachschauen, ne? Aber haben wir ja nichts, ne? Na, 30 von was? Wo habe ich die denn her? Verstehe mal noch nicht irgendwie, wo einige von diesen Fähigkeiten herkommen, die ich hier einigen meinen Charakteren hier gebe, ne? Weil das eine Schwert hat irgendwie andere Fähigkeiten als, mein Gott, es springt die ganze Zeit durch die Gegend. So. Ne, hier. Okay, wir sind aber noch nicht fertig beim nächsten Mal, ne? Da werden noch einige andere Sachen hier verfügbar sein, die wir machen können. So, was? Und zieht das Spiel gerade mit mir ab. Waffenmodifikation. Ah. Staatsverbesserung mit der physischen Attacke um 7, magische Attacke um 7. Wo kommen diese Sachen her? Ist da, weil ich mit den 30 von 40. Verfügbare Waffenpunkte. Kann ich hier separat irgendwie noch so leveln, die Waffen oder was? Ich check das noch nicht so ganz. Aber wir haben ja Punkte zum Verteilen. Oh! Kodexstufe 2 freigeschaltet. Aber in der Gruppenstufe. Cool. So. Was will ich denn hier? Konnte dem Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Schaden von Waffenfertigkeiten, Schaden von normalen Angriffen. Das sind da die Sachen, die man dann in den Waffen kriegt, ne? Schlange aus, der keine MP verbraucht. Was hier? Dein Feuerelementan, ja, sind also unspektakuläre Sachen, ne? Warte mal, ich bin auch schon hier. Ja, ich muss beide haben. Boah. Na gut, nehmen wir das hier. Mal auf gut Glück alles hier auswählen. Ne? Das heißt, ich muss alle beiden Sachen hier. Na, hier habe ich doch alle. Warum kann ich hier nicht hin? Da war ich nicht genug. Phantombiss.
Hey, ich bekomme nur Synchro-Sachen irgendwie. Ja, nehme ich mal einen Spar mit den Leuten, ne, damit ich mir 10er-Dinger hier kaufen kann, ne? Ja, jetzt habe ich für ihn schon verballert, aber egal. Na gut, keine Ahnung, ich werde das schon irgendwie checken irgendwann, ne? Aber erstmal war's das für heute, ne? Beim nächsten Mal, was machen wir beim nächsten Mal? Keine Ahnung, es gibt noch so viele Sachen zu erledigen, ne? Wir können hier diese Mission mal machen und diese. Ach, das war die von ihr. Na gut, ja, wir werden schon irgendwann machen, ne? Gut, aber ich sag, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit, was auch immer ich mich entscheide zu machen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und euer cooles Zeug. Ciao.